Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monstrum. Beim letzten Mal sind wir kläglich gescheitert beim Versuch, das blöde Life Raft mal wieder zu reparieren. Es wird uns niemals gelingen, über dieses Life Raft zu entkommen. Es funktioniert einfach nicht. Weil das Monster immer dann, wenn wir dabei sind, es zu reparieren, kommt und das ist einfach so eine blöde Ecke. Das ist einfach so eine richtig beschissene Ecke, wo man einfach nicht wieder wegkommt. Der Helikopter ist so schön mittig von der Map, da kann man in beide Richtungen wegrennen. Das ist echt angenehm, aber mit dem Life Raft, da steckt man irgendwie fest, wenn das Monster dann einmal gekommen ist. Jetzt haben wir wieder folgendes Problem. Wir wissen nicht, was uns verfolgt. Wozu findet man eigentlich eine zweite fucking Taschenlampe? Warum hat man die überhaupt eingebaut, dass die Dinger spawnen können? Okay, hier ist eine Fusebox. Und hier ist wieder ein Helikopterschlüssel. Das heißt, auf Schleimischleim hoffen. Warum ist hier nicht eine Fusebox? Das ist gar keine Fusebox. Ich darf nicht vergessen, dass ich auf flackernde Lichter achten muss. Was? Wir schauen erstmal nach unten. Und zwar zwei nach unten. Okay, das ist der Gang. Den meide ich auf jeden Fall, solange ich nicht weiß, welches Monster uns verfolgt. Und ansonsten auch, solange wie ich noch irgendwo eine Option habe, woanders Items zu finden, meide ich den Gang auch. Da ist wieder ein Breakable. Und da ist Klebeband. Das heißt, Life Raft reparieren wäre aktuell eine Option. Ich möchte nicht nach unten, solange ich nicht weiß, was uns verfolgt. Ich könnte jetzt herausfinden, was uns verfolgt, indem ich beabsichtigt eine Kamera auslöse, aber dann ist es definitiv hier. Flackern alle Lichter. Es könnte, wie gesagt, nichts bedeuten. Gibt es in der Küche eigentlich sinnvolle Items? Existiert die Möglichkeit, dass in der Küche sinnvolle Items spawnen können? Ich möchte eigentlich auch ungern raus, solange ich noch nicht weiß, was uns verfolgt. Zweite Sicherung.
Ich möchte sie jetzt auch eigentlich ungern provozieren, dass es hierher kommt. Okay, hier sind die Toilets. Da ist ein aufbrüchbarer... Okay, wir wissen's. Und wir kommen hier gerade nicht weg, ohne es zu triggern. Was ziemlich scheiße ist. Oh, wir werden jetzt sterben. Da kommt's raus. Da können wir fliehen. Hä? Das war doch jetzt safe, dass es da rauskommt, oder nicht? Das war eine ganz schöne Verzögerung, mein Freund. Okay, Heli ist eine Option. Heli ist eine Option. Wow, mir kommt hier gerade so ein ganz kalter Windhauch den Rücken entlang, das ist sehr unangenehm. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Hab alle finsteren Türen zu, aber okay. Wahrscheinlich steht gerade das Viech hinter mir und atmet mir in den Nacken. Lifecraft. Scheiß auf Kameras abkleben. Hier haben wir natürlich eher andere Probleme. Benzin können wir bei ihm gebrauchen. Luftpumpe. Damit fehlt mal wieder nur die Kette. Sonst bestehen alle Fluchtmöglichkeiten, die das Spiel bietet, stehen uns offen. Aber in den letzten Runden hatte ich jetzt hier nicht mehr so viel Glück. Bin relativ häufig verreckt. Jetzt hat es da was zugeglibbert. Und diesmal nicht direkt vorm Raum. Was insofern jetzt nicht so schlimm ist, dass ich hier, wie gesagt, auch außen rum kann. Also wenn man sich mit dem Viech zu lange in einem Bereich aufhält, dann glibbert es da die Wände zu. Das Nette an ihm ist, es kündigt sich an. Also bevor es... Wenn man auf die Glibberdinger achtet, dann erschreckt es einen normalerweise nicht. Und wenn es kommt, dann macht es erst einmal Peng. Dann brüllt es einmal und dann kommt es erst. Das ist relativ fair. Und ist nicht plötzlich so wie der Geist einfach da. Und rennt einem nicht so wie der, wie das Riesenviech direkt hinterher. So, gehen wir in den großen Raum. Da ist für mich aktuell die Chance, also ich sehe die Chance auf ein Kettending hier am größten aktuell.
So, hier lag noch nie was. Natürlich ist auch diesmal dann hier nichts. Hier glibbert das auch nichts voll, das finde ich sehr gut. Also hier macht es einfach nur irgendwann Peng und dann ist es ganz unten. So wie jetzt. Unschön, wenn man es gar nicht mehr hört. Wo hat denn jetzt die Verfolgungsmusik angefangen? Die kommt doch normalerweise nur, wenn es uns sieht. Diese Geräusche macht es normalerweise auch nur, wenn es uns sieht. Was ist hier geupdatet? What the fuck was that? I need to find a way. Ich glaube, das war gerade ein kleiner Bug. Das Spiel dachte, dass das Viech uns gesehen hätte und wir vor ihm verfolgt worden wären. Obwohl es uns einfach weder hätte sehen können, noch wir uns von der Stelle bewegt haben. Dieses Journey-Update kommt normalerweise nur, wenn das Viech einen das erste Mal sieht und man das erste Mal entkommen ist. Ist es denn noch hier? Scheinbar aktuell nicht. Scheinbar aktuell schon. So, ich glaube, weiter weg hätte ich nicht rennen können. Ich glaube, weiter weg hätte ich nicht rennen können. So. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg auf die andere Seite, würde ich sagen. Da unten haben wir jetzt nicht so viel Erfolg gehabt. Moment, wo sind wir jetzt? Deck 6, einen müssen wir noch runter. Deck 5 und dann raus. Und dann schön in Ruhe die Seite wechseln. Gut, 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 gut. So weit, so gut. Wir haben Benzin für den Helikopter, wir haben Schlüssel für den Helikopter. Theoretisch könnte ich die jetzt beide mal abliefern. Das Problem ist, ich bin, glaube ich, wieder auf der falschen Seite, oder? Also wir hatten schon Pumpe für das Life Raft und
Klebeband fürs LifeRaft. Beide schon verwendet. Jetzt haben wir den Schlüssel verwendet und einen von zwei Benzinkanistern. Was gerade für ein Geräusch? Hat sich nicht so gesund angehört. Nicht so ein Lärm da unten. Das bitte. Jawohl. Zwei Räume sogar. Doppelte Chance auf das Item, was wir wollen. Aber hier ist mal wieder nichts. Außer eine dritte Fuse. Hier hingegen ist die Submarine Battery. Ein weiteres Item für den Heli oder für das Life Raft wäre mir lieber gewesen. Ich möchte jetzt nicht auch noch mit dem Submarine anfangen. Nicht, dass diese Runde so endet, wie das letzte Mal, als wir gegen das Glibbervieh spielen durften. Bei jedem Objekt fehlt uns noch ein einziges Item. Das war sehr ärgerlich. Ich möchte gerne verhindern, dass das nochmal passiert. Na, hier müsste es nach rechts in den langen Gang gehen. Ne, hier geht's zur Treppe. Dann würde es da links im langen Gang gehen. Deshalb gehen wir eine Etage weiter runter und gehen hier jetzt parallel zur Treppe. So, warum kamst du jetzt raus, Kumpel? Warum? War ja langweilig? Ich weiß gar nicht, ob dieses Blubber, Blubber, Blubber bedeutet, dass es wieder zurück in die Abgasschächte da ist. Weil ab und zu kommt dieses Blubbergeräusch. Nur bei ihm hier. Das muss irgendwas bedeuten, was ihn betrifft. Ich möchte hier nicht lang. Aber ich wollte, wenn ich schon mal quasi daneben stehe, wollte ich es auch ausgestellt haben. Oh, sehr schön. Wir haben drei Fuses. Da freut es mich, eine Fuse-Tür zu unlocken, auch wenn es gar nicht die hier war. Der zweite Benzinkanister, damit wird nur noch der Boatcutter. Und erweitert das Inventar. Der Boatcutter wäre mir zwar lieber gewesen. Aber okay, erweitert das Inventar nehme ich auch mit. War Glibberschleim an beiden Dingern.
Jetzt hat er also wohl eine Ahnung, dass wir ungefähr hier sind. Jetzt wird wieder random einen der beiden Schränke öffnen und es sieht aus, als wenn es nicht unseren öffnet. Sehr gut. Hier bist du wieder der lange Gang kommen. Das ist einmal hier lang und zur Treppe. Und einen weiter runter zum Submarine. Hier ist das Submarine, hier ist nur der lange Gang. Das heißt, hier ist eine Tür, die sinnvoll ist, in der sich nichts für uns befindet. Das ist nicht gut, hier so die Türen schließe. Ich glaube, ich sollte mir bei diesem Monster abgewöhnen, Türen zu schließen, weil es kommt mir so vor, dass jedes Mal, wenn ich Türen hinter mir schließe, dass immer dann die Gänge davor zugedingend sind. Zugeschleimt. Also nicht immer, aber sehr häufig. Es kündigt sich ja an, indem es vorher einmal Knall macht. Scheiße, das Submarine, scheiße, das Submarine. Und dann kann man die Türen immer noch zumachen, wollte ich sagen, wenn es einmal knallt. Okay, wir sind jetzt dummerweise beim Submarine. Das heißt, auf der komplett falschen Seite des Bootes. Wir sind jetzt ganz unten im hinteren Teil des Bootes und müssen nach ganz oben im vorderen Teil des Bootes. Aber es ist kein Ding. Hier auf der Treppe kann es nicht kommen. Hier draußen vermutet es uns nicht. Und wenn wir drüben in keine Kamera laufen, sollten wir genug Zeit haben, die Spule einzusetzen und tatsächlich unser Ziel zu erreichen, was ich mir gesetzt habe, wenn es gelingt, das Ziel zu erreichen, was ich mir selbst gesetzt habe. Nämlich einmal gegen jedes Monster entkommen und einmal auf jede Art und Weise zu entkommen. Wir sind nur noch gegen dieses Monster noch nie entkommen. Und sind noch nie mit dem Life Raft entkommen. Hat sich eben so angehört, als wenn es da vorne schon wieder beim Helikopter rumgeglibbert ist. Was ich aber sehr komisch fände. Weil woher sollte es wissen, dass wir jetzt hier sind? Ab und zu habe ich eh das Gefühl, dass sie diesen automatischen Wegfindungssensor in sich eingebaut haben. Würde ich die halt immer wissen, wo wir uns grob befinden. Mach da mal zu. Okay, jetzt Experiment. Das war, glaube ich, ein Stück zu weit. Reicht das trotzdem? Muss ich das per Hand machen? Ja, das muss ich per Hand machen.
Wie? Jetzt verarsch mich nicht. Ey, das Ding klippert da drüber rum. Ich hasse dich. Boah, wir werden jetzt sterben hier. Mache ich falsch? Muss ich es noch ein Stück nach oben machen? Das war doch so klar. Könntest du bitte abhauen? Könntest du bitte abhauen? Wir verstehen nicht so ganz, wie lange das Ding noch rumgammelt. Beschissenster Kackteil Nummer 25. Wo lang ist es gekommen? Ist es hier irgendwo... Muss ja hierher gekommen sein, ne? Es muss jetzt nicht von oben gekommen sein. Weil die Türen sind alle zu. Normalerweise sind wir uns nicht dafür bekannt, dass hinter sich die Türen schließen. Yes! Yes! Woman and children first. Entkomme mit dem Life Raft. Und entkomme gegen dieses Drecksmonster. Okay, damit haben wir sämtliche Entkommensmethoden und sämtliche Monster einmal besiegt. Thank you.
Und damit sage ich an dieser Stelle einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, falls es ein nächstes Mal geben wird. Ich schau mal. Wie gesagt, mein inneres Ziel, meine innere Befriedigung habe ich jetzt quasi erreicht, indem ich gegen jedes Monster und auf jede Art und Weise einmal entkommen bin. Wie ich ja mittlerweile gesehen habe, unterscheiden sich die Entkommensequenzen jetzt nicht so groß voneinander. Also, wir sind halt sowohl gegen den Geist als auch gegen den großen Roten jeweils einmal mit dem Helikopter entkommen. Das hat sich jetzt nicht so groß unterschieden von der Sequenz her. Dann sind wir halt gegen den Geist nochmal mit dem U-Boot entkommen und gegen den, ja, Schachtypi jetzt hier mit dem Life Raft. Und ich denke mal, so wirklich groß unterscheiden sich die Sequenzen dann nicht wirklich voneinander. Vielleicht nehmen wir dann irgendwann mal einen Angriff gegen jedes Monster mit jedem Gegenstand zu entkommen. Aber wie gesagt, das ist teilweise echt ein bisschen anstrengend, wenn man hier halt drei Helikopterschlüssel im einen Durchgang findet. Dann kann man das Spiel schon neu starten, wenn man dann gegen ein Monster spielt, gegen das man schon alle drei Sachen, ja, entkommen ist quasi, kann man das Spiel auch wieder neu starten. Also es kann, glaube ich, sehr frustrierend sein, wenn man auf die Art und Weise dann spielen will. Deshalb bin ich eigentlich so ganz zufrieden mit dem, was wir jetzt erreicht haben. Und wie gesagt, mal sehen, ob noch weitere Folgen von Monstrum kommen. Wenn ja, dann werden wir das vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Wenn nicht, dann gibt es halt ein anderes Spiel an dieser Stelle. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, schaut doch beim nächsten Mal wieder ein. Oder in die anderen Projekte, in die anderen Videos. Bis dann und auf Wiedersehen.